habe ihm jede Woche ein Video gedreht mit dem Titel Was war die Woche los? Und da habe ich ihm dann erzählt, was bei uns die Woche so passiert ist. Und das habe ich damals noch auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht. Die Videos existieren übrigens jetzt nicht mehr. Ja, aus gutem Grund. Das waren so meine ganz, ganz groben Anfänge. Aber ich habe während dieser Drehzeiten und diesem Drehen jede Woche etwas bemerkt, nämlich dass mir das unglaublich Spaß macht und dass ich das unglaublich gerne mache. Und so habe ich dann irgendwann mir dann eben überlegt, vielleicht will ich das auch anders machen und nicht nur erzählen, was ich die Woche gemacht habe. Und so habe ich dann die ersten Themenvideos gedreht. Und immer noch auf Facebook. Ich war damals noch auf Facebook, weil da konnte er es eben auch ansehen, damals über Facebook. Und ja. Und so habe ich das dann eben die Anfänge von meinem YouTube gemacht. Und irgendwann habe ich mir dann überlegt, weil Facebook so blöd war zum Hochladen und er gesagt hat, YouTube wäre viel einfacher anzuschauen, dass ich ihm die YouTube-Videos. Dann habe ich ihm, dass ich ihm Videos, die Videos auf YouTube mache. Dann ist er aber auch schon zurückgekommen, weil die Zeit war vorbei. Und dann habe ich aber schon den YouTube-Kanal erstellt gehabt. Den YouTube-Kanal Ella Bella Fleur. Nein, eigentlich Ella Bella Flor. Aber gut. Ja. Und dann habe ich den Kanal erstmal eine Weile lang, ja, ruhen lassen, weil ich dann nicht gewusst habe, was will ich damit machen, was mache ich damit jetzt, will ich überhaupt was machen, will ich da was öffentlich machen oder doch lieber nicht öffentlich oder wie mache ich das und warum und überhaupt. Und dann eines Tages am 9.9.2015, glaube ich. Oh, ich gehe davon aus, dass es 15 war. Ich bin jetzt 3 Jahre, wir sind jetzt 19, ja, 15. Weil wir haben ja noch nicht September, 15. Ja, 2015 habe ich dann mich hingesetzt und habe ein Video gedreht mit den Worten, mit den ersten Worten, Hallo, ich bin. Und ja, so habe ich dann mit meinem YouTube angefangen und habe damit dann eine Leidenschaft entdeckt und ja, eine Art für mich, mit meine Dinge den Leuten zu erzählen. Und es war, ist für mich so immer eine Mischung aus einer Therapie und einem Teilen. Und ich möchte eben auch gerne anderen Aspergern die Möglichkeit geben, einen Ort zu finden, wo sie drunter schreiben können, wie es ihnen geht, was sie gerne machen, was bei ihnen los ist. Und ja, so habe ich dann meinen YouTube-Kanal eröffnet und ja, damals noch mit Isa. Und die kleine Isa war damals sogar noch mein Titelbild. Ja, und irgendwann habe ich dann ein neues Titelbild ausgesucht. Und zwar war ich das ein Bild von mir und meinem Papa, wo ich meinen Papa einfach ausgeschnitten habe. Und dann, nach nochmal einer ganz schön langen Zeit, nämlich jetzt, habe ich dann ein Bild genommen, wo nur ich drauf bin. Das ist jetzt auch das aktuelle Bild. Irgendwann werde ich das Bild auch mal wieder aktualisieren. Also sag doch keine Dinge, die du nicht weißt und das einhalten kannst, Lena. Du vergisst es doch immer wieder. Du planst es schon seit längerem, aber gut. Ja, und so habe ich dann angefangen mit YouTube. Und jetzt können wir zum Käseautomat kommen. Und dann, wie ich schon gesagt habe, hat jemand erzählt, dass es einen Käseautomaten gibt. Und ich habe gesagt, ich möchte da unbedingt hin. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich könnte ja, wenn ich das schon mache, wenigstens für euch daraus einen, ja, einen Blog schneiden. Und so habe ich euch dann jetzt dann das erste Mal, mit euch zusammen bin ich dann zum Käseautomaten. Und war ein echt toller Tag. Es war richtig ein schöner, richtig schöner Tag. Und ja. Ja. Und so habe ich dann meine Zeit verbracht mit YouTube, Isa und meinen Eltern, meinem Bruder und überhaupt. Und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, jetzt kann nichts mehr passieren. Und dann eines Tages ist Isa verstorben. Das ist einfach passiert. Sie war nicht mehr die Jüngste und dann ist sie verstorben. Und dann war es so, dass ich mir überlegt habe, sie ist jetzt leider verstorben, aber ich hätte gerne noch mal einen Hasen, weil ich war schon immer so, ich bin tierlieb und ich mag dieses flauschige kleine Ding. Und ja, in dem Moment habe ich dann überlegt, was mache ich jetzt? Und es war also wirklich, ich war dann total verzweifelt und so und alles. Und
Ja.